Herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3, heute mal in einer ruhigen Umgebung. Hier hätten wir drei Goldbarren auf dem Boden. Und hier haben wir noch eine Anspielung an ist Donkey Kong? An King Kong auf jeden Fall und eine Eule. Das ist eindeutig Zelda, eine Zelda-Anspielung. So. Ich habe hier mal alles aufgeräumt. Hier ist doch recht viel Geld. Aber gehen wir weiter im Skript. Wir haben hier einen Künstler, so wie es aussieht. Welch Tragödie! Oh, welch grausames Schicksal für mich! Morty, den Star-Regisseur! Wie konnte ich mein Ein und Alles nur verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen und das, weil ich nutzlos bin. Absolut nutzlos. Das ermattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Luigi kennt kein Erbarmen, der andere hat eine Lebenskrise, Luigi klaut ihn. Ah, mein schönes rotes Megafon, wo magst du nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Hey, guck mich mal an. Er will nicht. Er will es einfach nicht. So. Dann halt. Gehen wir die einzelnen Räume durch. Oh, da habe ich jetzt voll Bock. Nein, nicht da raus, Alter. So, alles zu demolieren ist schon irgendwie mein Hobby. Hä, ist da jetzt echt kein Geld rausgekommen aus dem Geldsack? Ach so, wahrscheinlich weil es nur Requisiten sind. Ich hatte vorhin voll Probleme mit dem Wort Regisseur. Alter. Kennt ihr die Wörter, die er sogar richtig denkt, aber dann falsch ausspricht? Ja. Wow. So, gibt's hier wieder was zum Upscannen? Nein. Jeden Raum kurz checken. So, hier haben wir ein Horror Set. Ziemlich geil auf jeden Fall. Ich mag Horrorfilme. So, müssen wir hier pusten, oder? Aber wenn wir pusten, kommt Kohle raus. Alter, wie gruselig. Erinnert mich ein bisschen an. Oh, wie heißt denn der Film, wo das Mädchen aus dem Fernseher kommt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er voll kacke. Aber da ist sie ja auch in einem Brunnen gestorben oder so. Alter, da gehe ich nicht rein. Aber ich muss erstmal Teleporter anmachen. Und hier den Stromkasten öffnen. So. Können wir hier noch was machen? Bringt das was, wenn man die Filmrollen einsaugt? Tatsächlich. Warum muss das Zeug immer so weit fliegen, ohne Witz? So. Okay, mit Special Effekten sieht es hier natürlich noch geiler aus. Das heißt, wir müssen doch in den Brunnen. Also da ist eine Quietsche-Ente drin.
Keine Ahnung, vielleicht sollen wir auch nur davor rumlaufen irgendwie. Ein paar Mal. Und die Bilder mit Farbe versehen, das könnte sein. Dass wir die ganzen Requisiten kaputt machen. Ja, kann ich nachher noch. Hallo. So, hier haben wir eine Burg. Aber mittlerweile wird der Greenscreen mehr verwendet. Auch in der Filmindustrie. Weil er einfach. Er hat einfach mehr Vorteile. Greenscreen ist sowas von besser als ein Bluescreen. Weil das Blau kann irgendwo auftreten im Himmel oder so. Und vielleicht möchtest du genau das Blau haben und musst es danach noch zusätzlich rein animieren. Und das Neongrün, das hat halt echt kein Mensch an. So. Mein altes Intro war früher auch Ding in Blue Screen. So. Aber das habe ich in den Tiefen des Datenmülls verloren. Leider. Alles klar. In der Burg waren wir ja natürlich schon. Deswegen finde ich sie jetzt gar nicht so faszinierend. Können wir da irgendwie noch was machen? Oder so? Tatsächlich. Als ob jetzt am untersten irgendwas dranhängt. What the fuck? So. Kommen wir hier irgendwie hoch oder was ist das? Kann man hier noch was erscheinen lassen? Nein. Man kann ein bisschen wenig machen in den Räumen. Aber die haben auch unterschiedliche Farben, hey. In Halle 5 kommt man gar nicht rein. Wahrscheinlich soll man echt nur die Dinge aktivieren. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Du stellst dich jetzt mal hier oben hin. Dann kommt dein Partner und der zieht dich dann da hoch. Da ist safe was. Ja, moin. Als ob man das gedrückt halten muss. So funktioniert doch keine Hubbühne. So. Ich heule. Die Kamera ist mal wieder Bullshit. Ja, komm, gut, das machen wir wann anders. So. Gehen wir mal in Halle Nummer 3 und gucken, was dort ist. Okay, hier haben wir eine Vorstadt. Wie sieht die wohl aus, wenn wir durchgucken? Ah, brennt, ah, alles klar. Luigi, willst du der Kameramann sein? Aber wer soll dann die Rolle des Schauspielers übernehmen? Guigi, alles klar, okay, dann müssen wir nochmal die anderen. Räume besuchen. Da hat uns IG jetzt richtig geholfen. Weil wir wahrscheinlich so lange am Rumrätseln waren. Fucking IG. So. Oh, das kann man noch einsaugen für Geld, alles klar. Vielleicht müssen wir gar keinen Bosskampf machen gegen den heulenden Geist.
So. Dann können wir hier mal. Drüber gehen. Ach so, warte mal. So. Vielleicht einfach ein bisschen rumlaufen. Oh mein Gott, die Spannung steigt. Geil. Es steckt so viel Liebe in dem Spiel und das merkt man in jeder fucking Szene. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen erschreckt. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen das Ding kämpfen. Müssen wir sie einsaugen oder so? War das gut? Ich weiß nicht, ob das gut war. Er weint immer noch. Nächste Szene, also Schauspieler werde ich keine. So. Wir gehen wieder vor die Kamera. Oh mein Gott, Game of Thrones. Und hier ist Feuer und dort ist was auch immer. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wir sammeln Gold. Genau, wir sammeln Gold. So. Oh Gott. Vielleicht sollten wir die Bühne aufräumen, wenn wir gerade so einen Take drehen. Alles klar. Ich glaube, wenn wir dagegen kriegen, kommt auch alles raus, oder? Ah, hier nicht, weil hier ist. Gott. Schön. Hat uns jetzt beachtet? Ich weiß es nicht. Meine Kunst! Oh, wie sie derzeit leidet. Verunglimpfe nicht die Beziehung. Bezeichnung Regisseur, indem du sie für mich verwendest. Ohne mein Megafon habe ich sie beileibe nicht verdient. Ja, alles klar. Ah, komm, das machen wir jetzt. Es nervt mich ein bisschen, dass ich weiß, wo ein Juwel ist. Ich aber nicht drankomme. So. Zu weit. Lass mal los, Guigi. Wir müssen Guigi da tatsächlich sogar ziehen lassen. So, jetzt nach rechts. Hey, wieso geht denn da jetzt? Nee, das ist vom Kamerawinkel jetzt gerade zu blöd. Ohne Witz. Was ist das hier eigentlich? Das war so ein japanisches Tor. So. Gehen wir halt mal in die 4. Komm her. Geldsäcke sind wie immer nur Requisiten. Warte mal, ist das eine Glasscheibe? Ich glaube schon, oder? Ach Gott, wo kommst denn du jetzt her? So ein Assi. So, dann ziehen wir die Kacke jetzt mal. Und treffen erst recht nicht. Ja,
komm, da kann man auch safe sowas machen. Ja, guck, das bleibt doch dann heftig. Jetzt kann man die auch schon angeln reißen. So geht es auch. Immer komplex machen, wenn es einfach ist. Ah, da war die Tür. So. Dass man das Kleinvieh mit der Lampe kaputt machen kann, das wusste ich gar nicht. Luigi, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es hängt in Spinnweben fest. Und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Müssen wir da demnach zu zweit saugen? Oh mein Gott, die große Münze. Was ist das hier, Toy Story? Und da hinten ist noch ein Juwel drin. Ich habe keinen Plan, wie wir da reinkommen. Du könntest bestimmt an das Megafon rankommen, wenn du den Spinnweben mit Feuer versetzt hast. Okay, jetzt habe ich gerade noch so gedacht, so, yo, okay. Ist eigentlich noch recht logisch, was er sagt, aber jetzt mit Feuer versetzen. Soll ich das ganze Studio abfackeln? Aufreißen. Oh mein Gott. Die goldenen Skulpturlasse hin, die brauche ich. Das sind richtig viele. Obwohl es nur Spinnen sind. Wie immer halt. Ja, und jetzt bekommen wir einen Flammenwerfer. Oder Flammenwerfer wäre halt so richtig praktisch beim Schreck weg. Wir randalieren hier einfach ein bisschen vor der Kamera. So. Ja, komm. Habe ich jetzt bald alles eingesammelt? Ah, da kann ich rein. Als Luigi. Alles klar. Dritter Kristall ist da. So. Müssen wir die Dinge irgendwie kaputt machen? Kein Plan. Achso, können wir das nur im Film machen? Hä? So, wie kriegen wir hier irgendwie Feuer ins Spiel? Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Kann man irgendwie das hier ranziehen? Nein, kann man nicht. Jetzt bin ich erstmal schachmatt gesetzt. So. Feuer haben wir ja im Nebenraum. Ah, warte mal. Ich vergesse immer, dass wir so eine geile Lampe haben, die Zeug erscheinen lassen kann. Und dass hier ein Elektrokasten ist. Und mit Strom kann man recht schnell Zeug anzünden. Oh mein Gott, endlich ein echter Geldsack. Die anderen waren alle nur Fakes. Warte mal kurz. Nein, nicht Luigi. Mhm. Hier hinten sieht nämlich so leer aus irgendwie. Nein? Okay, krass.
Dann ist hier tatsächlich nichts. Gucken wir, was hier noch passiert. Hier haben wir auch gar nicht aufgeräumt und so. So. Ohne goldene Maus. Ja, Mann. Also wir machen richtig viel Asche heute. Wir kommen wahrscheinlich in der Story nicht so weit voran, weil ich gerade die Dinge nicht blick. Hier ist ein Feuerlöscher. Aktivieren wir mal den Fernseher. Und öffnen wir mal die Türe. So. Was haben wir hier? Können wir die Tür auch öffnen? Ja. Aber hier können wir nicht mehr weiter. Ah, alles klar. Also hier können wir die ganzen Häuser noch abchecken. Hier können wir noch hochklettern, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier wird sogar rangezoomt. Warum auch immer. So, aber hier ist nichts mehr. In das Haus kommt man auch gar nicht rein. Sieht auf jeden Fall nicht modelliert aus von innen. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. So. Gucken wir, was passiert. Ah, die Brücke habe ich schon gar nicht gesehen, die da drüber führt. Wichtige Nebendarsteller natürlich. Und ein Kampf. Der erste. Kacke. Aber wir haben ja gelernt, wie wir die Feuerlöscher aktivieren sollen, wenn ich so nicht. Alles klar, wir müssen sie erschrecken. Und dann müssen wir sie blitzen. Finde ich so. Oh Gott. Hier holen wir aber noch kurz das Wasser raus. Oder die Blubberblasen. Warum steht da jetzt da nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja eigentlich auch Wasser. Lalalala. Das ist die erste Szene, die auf jeden Fall funktioniert, ohne Witz. Dass wir das je nach Reihenfolge einfach machen. Muss man da eine Reihenfolge einhalten? Alter, das hätte man mir aber auch vorher sagen können. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes zum Horror-Movie oder so. Ich
finde die großen Geister teilweise besser. So, du kriegst aufs Maul. Brutal's natürlich. Weil anders geht ja nicht. Ah, jetzt kommt auch das Licht, Alter, das habe ich ja voll vergessen. Dass es hier Licht gibt. Ah, oh, man kann doch in das Haus rein. Mit Guigi. Okay, krass. Feuer, Luigi. Ich bin sicher, dass du in diesem Set eine Flamme entzünden kannst, um damit lästige Spinnweben gar auszumachen. Du brauchst so etwas, womit du die Flamme zu einem anderen Set transportieren kannst. Eine Fackel oder so. Es ist... Jetzt wird es gerade echt schwer. Holz. Oh mein Gott. Das war jetzt total random. Aber hey, es ist ein Juwel, also von dem her bestell ich ihn nicht. Komm schon. Ja, komm jetzt, nerv mich nicht. Zack. Der dritte. Wir brauchen was, womit wir was transportieren können. Was? Bringt es uns überhaupt was dahinter zu laufen? Geld. So, wir brauchen Feuer. Ich habe keinen Plan, Alter. Den Baum vielleicht. Da wäre ich jetzt am ehesten drauf gekommen, deswegen hat es vorhin auch so reingezoomt. Alles nicht. Vielleicht wenn man so ein Ding abreißt. Was nicht geht. Oh Gott. Ich blick's gerade übelst nicht. Da ist noch ein Pfeil, hä? Du brauchst nur was, damit du es rüber transportieren kannst. Ja toll, das haben wir nicht. Naja, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part gucken. Okay, wir bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ihn auch noch um. Wenn nicht, dann blasen wir den Schuh. Im nächsten Part gucken wir, wie wir das Rätsel lösen. Weil ich bin gerade überfragt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr einen Lösungsansatz habt. Ich habe keine Ahnung. Tschüss und bis bald.